Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato wirklich gut überstanden und seid vor allem gesund geblieben, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache und das einzig Wichtige. Und damit ganz herzlich willkommen zu AZ und Bardi. Ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus. Jetta Jam, spreche den Titel einigermaßen richtig aus. Wer weiß, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. 2 Minuten 46 haben sich unglaublich viele Leute gewünscht. Produziert ist das Ganze von Celik, Lipa. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Support ist Kamord. Ihr wisst doch mittlerweile Bescheid, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt, wenn euch das Video gefällt. Abonniert, wenn es euch gefällt. Supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, AZ mit Bardi. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es ein internationales Feature ist, dass Bardi kein deutscher Künstler ist. Ich bin trotzdem sehr gespannt. 2 Minuten 46, Abfahrt. Direkt geiles Piano, direkt. Darauf kannst du voll diese Harmonien bringen. Dieses Bam, Bam, Bam. Ba-ba-ba-ba-bam, bam, ba-ba-ba-ba-bam, es ist krass. Was für eine Sprache ist das? Ist auch Albanisch? Kann das sein? Würde jetzt naheliegend sein zu AZ, weil, ne? Ist es Albanisch? Okay, hooktechnisch brauche ich gar nicht viel sagen. Ich verstehe kein Wort, deswegen rein lyrisch kann ich nicht viel zu sagen. Vibe ist nice, er passt sehr, sehr gut auf dieses Piano. Drums sind auch relativ subtil im Hintergrund. Also sticht jetzt nicht krass was vor irgendwie, was im Vordergrund sitzt. Er mit der Stimme, mit seiner Vocal ist im Vordergrund, was die Hauptsache ist. Er hat eine coole Stimme so. Autotune ist auf jeden Fall ein bisschen drin, hört man raus, aber sonst ist eigentlich nice. Ich bin eher auf AZ gespannt, ich bin euch ehrlich. Millionen Dummies sind zackert und die Zelle hat für jeden einen Platz. Fick die Schule, ich bleib tagelang wach. Seine Stimme hört sich irgendwie komisch an, kann es sein? Ist mir bei Bardi auch schon aufgefallen, aber ich habe gedacht, okay, ist vielleicht so ein Stilmittel, dass seine Stimme sich da ein bisschen anders anhört vielleicht. Aber AZ hört sich doch normalerweise nicht so an. Für jeden ein Platz. Fick die Schule, ich bleib tagelang wach. Denn ich schläfe nur, der Stapel macht satt. Ja, sitze im R8, zieh an der Kippe. Albaner wollen Macht, deine Frau wird zur Witwe. Das ist auch nice. Zieh an der Kippe. Auch wie er mit der Stimme hochgeht, ne? Er fängt den Part relativ ruhig an. Und wo dann die Drums. Der Drop ist auch nicht so, wo du denkst, boah, jetzt kommt die Drums rein, es fegt sich komplett weg hier so. Sondern er macht es mit seiner Stimme. Er geht da voll mit Energie dann rein so. Ist nice. Zieh an der Kippe. Im R8. Zieh an der Kippe. Albaner wollen Macht, deine Frau wird zur Witwe. Herz voller Risse zu er. Hier, zieh an der Kippe, deine Frau wird zur Witwe. Herz voller Risse, zuerst fallen Schüsse. Nein, du bist keiner, ihr seid ein Meer voller Fische. Ja, ja, ich hab 10 Jahre im Kofferraum. Denn ich will nie wieder Tage mit Loch im Bauch. Aber sein Part ist nice. Sein Part ist nice. Auch gemixt, wer steht da drin, wer das gemixt hat? Final Mix and Mastering von Nome End. Okay. Es ist nice produziert. Am Anfang hat mich seine Stimme so ein bisschen irritiert, weil irgendwie das nicht so der AZ war, den ich so gewohnt war. Aber sein Part, gerade wo die Drums reinkommen, gerade wo er mit Druck dahinter rappt, ist nice. Nie wieder Tage mit Loch im Bauch. Zu viele Fragen, wie holen wir unsere Kosten raus? Danach planen wir Taten im vollen Rausch. Hier, Taten im vollen Rausch. Auch wie verhallt die Stimme da ist. Ne? Im vollen Rausch. Voll der lange Hall. Wir sind wieder unterwegs, haben Nachtschicht, Hälfte von uns in Haft. Und das hat auch diese AZ, ne? Er kann dann auch wieder in diese nicht Autotune-Schiene reingehen, so. Da ist Autotune drauf, aber ich finde, man hört es nicht so krass raus wie bei einem UFO oder bei einem Fari teilweise oder bei einem Summer Jam, sondern es ist da relativ smooth alles bei AZ. Und die Jungs, die da jahrelang absitzen, sterben für unser Namen. Kiriri-Klitz-Hops, aber also Drums sind wirklich sehr subtil im Hintergrund, so super nice, passt sich krass dem Vibe an, so, also generell passt geil zum Song, aber der Drop kommt halt nicht so krass rüber. Ich hatte Kid von den Nords, aber wir haben
Okay, beim zweiten Mal hören die Hook, ich verstehe immer noch kein Wort. Ich werde auch nie wahrscheinlich ein Wort verstehen, außer ich besetze mal oder gehe mal zu so einem Albanisch-Grundkurs oder sowas. Wenn es überhaupt Albanisch ist, dann würde ich vielleicht eventuell irgendwann mal was verstehen. Aber rein vibe-technisch, rein soundbild-technisch, wie sich's anhört, hört sich das super nice an. Sind auch so Streicher drin, so relativ hohe Streicher zusammen mit diesen Keys, die wir am Anfang schon drin hatten, mit dem Piano. Ist nice. Generell beat-technisch ist nice. Patte fließt. Oh, nice. Das habe ich verstanden, mehr nicht. Ganz kurz zu den Drums. Ich finde, hier ist es sehr, sehr schön, weil man kann sich einfach geil auf die Musik konzentrieren. Man hat keine Videos, die jetzt hier in 8 Millionen K gedreht sind und hier ein Übergang, hier ein Effekt, hier eine Transition, die ist das, boom, bap. Hier ist einfach nur ein Bild, wo du dich einfach geil auf die Musik konzentrieren kannst. Schöne Kick, geile Bassline, die relativ spät reinkommt. Wie gesagt, alles relativ subtil, nicht krass, was raussticht oder so. Hi-Hats sind super nice. Eine Snare und dann noch so eine Counter-Snare ist drin, so eine Filler-Snare ist nice. Er cuttet auch oft diese erste Silbe und dieses Wo war das? Hier. Hat er auch beim Part-Einstieg auch gehabt. AZ kommt nice. Also AZ gefällt mir sehr gut. Auch sein Part, wo er wirklich rap-technisch krass ausgepackt hat, fand ich schön. Und die Jungs, die da jahrelang absitzen, sterben für unseren Namen. Kiriri, Kate, Drops, aber wir haben Dünnort, jeder Jam, oh, jeder Jam. Und ich könnte wetten, wenn du halt auch Albanisch kannst, generell, wenn du das alles verstehst, dann ist der Song ein Bombenbrett. Ich sag euch, wie es ist. Oh, jeder Jam. Ich hatte Kate von den Nords, aber wir haben Dünnort, jeder Jam, oh, jeder Jam. Kiriri, Kate, Drops, aber wir haben Dünnort, jeder Jam. Ist nice, kann man sagen, was man will. Bardi, AZ, Jetta Jam, sag ich's richtig? Ich weiß es nicht, schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Ich küsse euer Herz, schönen, was haben wir denn heute? Dienstagabend, passt auf euch auf, bleibt gesund, peace.